Servus, aus dem Alm und grüß euch, die Buben. Ja, heute mal auf Tannen und Täuschen. Im Bärlauchdschungel quasi. Ach, kleiner Spaß in Ehren. Aber ja, bin wieder mal in meinem Dschungel unterwegs. Wir haben heute Samstag, es ist das urschöne Wetter, kurzärmlich 16 mehr. Die Hölle ist los unterwegs, dadurch mein Dschungel ein bisschen tiefer rein. Und wenn wir es da ein bisschen gemütlich machen, endlich mein Hover mal anwerfen. Das letzte Mal hat es mir ordentlich reingeregnet, aber gut, das muss auch sein, ist halt so. Und wenn wir mein Hover anwerfen, will ich gemütlich einmal eine Kleinigkeit futtern. Ja, schauen wir mal auf den Platz und dann sehen wir weiter. Schleichen wir dahin. Ja, ich denke, das wäre mal das Platz allein verleiben. Das gefällt mir. Bin jetzt ca. 400 Meter entfernt von der Donau. Man hört manchmal, wenn ein Schiff vorbeifährt, aber das ist mir eigentlich wurscht. Sonst ist es noch relativ ruhig da. Ja, bauen wir wieder alles gemütlich auf und dann sehen wir uns wieder. So, hoffe, habe ich mal hergekriegt. Da haben wir auch schon Platz ausgesucht. Und da habe ich jetzt ein paar Bärlauchblallen und drunter quasi nach unten ein bisschen eine Dämmung habe. Ja, das sollte locker reichen, weil der hat nach unten eigentlich nichts. So sollte das aber ganz gut klappen. Gut, richten wir sich mal das Holz alles her. Und dann geht's los. So, ich habe Holz alles da, habe ich schon angefüllt. Habe da wieder meine quasi Brandbeschleuniger mit so einem Anzünder ein bisschen aufgeraut. Und ein bisschen ein Wartebett mit Wachs noch. Und drauf damit. Und geben wir noch ein bisschen Birken hinten dazu. Und das wird schon. Ah, der geht schon ganz gut an. Das haut schon hin. Richten wir gleich alles her und dann lassen wir ein bisschen runterbrennen und dann können wir köcheln. So, jetzt werden wir das einmal ein bisschen einwürzen. Und zwar ist das wieder meine Spezialmischung. Der ist sehr gepflegt, da gibt es gar nichts zu mutzen. Und dann habe ich noch zusätzlich heute was. Habe ich mir schon gebastelt und zwar ist das ein Bärlauchsalz. Darum schaut das auch so grün aus. Das kommt natürlich auch noch drüber. Ja, das wird heute was gepflegt, das schätze ich mal. Ja, herrlich, ich freue mich schon drauf. Perfekt. So, jetzt schneiden wir noch meine Kartoffel und dann richten wir noch die Zwiebel her. So, da habe ich auch noch einen mit. Das sollte halt eigentlich reichen. Zwiebel ist Zwiebel. Das passt. So, schauen wir zum Hof. Dann werden wir schon langsam draufstehen. So, die Erde pflanzen wir rein. So, haben wir die Zwiebeln mal kleine. So. Ja, ich würde sagen, die Erde pflanzen wir sind okay. Ja. Dann haben wir Wasser. Ja. Ja, ich würde sagen, das lassen wir so. Das ist voll okay.
du, Freunde, ich würde sagen, jetzt gehen wir's einmal an. Freunde, ein Gedicht. Ich würde schon sagen, das ist schon fast ein Träumchen. Schön zart, weil ich ja diesmal im Meer Öl rausgebrannt habe. Der Geschmack ist gigantisch. Da kommt so richtig eine Mischung raus, plus das Bärlauchsalz. Da braucht man gar keinen Bärlauch dazu essen, der schmeckt voll raus. Also, wenn ihr euch einmal so ein Bärlauchsalz machen wollt, ich schreibe euch das unten in die Beschreibung, wie man das macht. Also wirklich, ich kann das wirklich nur empfehlen. Das war's. Mit Putz und Stingel alles verputzt. Ha, so was Leckeres habe ich jetzt schon lange nicht gegessen. Wow! Alle Achtung! Boah! Aber ich bin auch satt. Da kann man nichts dagegen nutzen, das stimmt. Ja, zum Glück ist halbwegs ruhig. Gut, jetzt hat er wieder mehr Hundböde, aber wie gesagt, das ist kein Wunder. Bei den Wetter sind natürlich alle unterwegs. Ich glaube, ich habe das eh schon mal erwähnt. So dicht ist mein Dschungel da nicht, also so riesengroß ist das Gebiet da nicht. Und von daher, Bell. Ja, ich werde jetzt einmal ein bisschen zusammenputzen, dass das wieder halbwegs ein bisschen was gleich schaut. Und dann, glaube ich, wisst ihr schon, was kommt als nächstes. Mehr gepflegtes Käfchen. Ja, Freunde, wieder ist noch mal eine Fülle unterlaufen. Das ist nämlich dieses Carbon Freeze. Ich glaube, ich habe das daheim, habe es aber eh mitgehabt. Das ist das, wo dann der Hobo drauf gehört. Ja, ich habe mein iPad, ich habe es daheim gehabt. Habe es eh iPad gehabt, gut. Haben wir es dabei und aus dem Carbonfilz habe ich mir jetzt ein bisschen was bastelt für mein Zeigerl da, was ich da habe. Und zwar da habe ich mir einmal so ein Stück rausgeschnitten, das möchte ich als Unterlag nehmen, wo der dann draufsteht. Und dann habe ich mir für meinen Brenner jetzt ein paar Aludoseln, habe ich mir da geordert. Eh nur ein paar, so 24 Doseln. Die waren billiger als 10 andere. Das sind so Alu-Schraubdosen in zwei verschiedenen Größen waren die. Also 12 große und 12 kleine. Und da habe ich mir jetzt ein Carbonfilz reingemacht. Einmal unten und einmal da herum. Und damit kann man da jetzt schön brennen. Das heißt, das kommt da schön drauf. Natürlich kann man da jetzt keine Brennpaste mehr reingeben. Dafür habe ich eigentlich das kleine Dosel noch dabei. Wenn ich wirklich mit der Brennpaste arbeiten muss, habe ich eins ohne, weil ich nehme heute wieder einmal in Spiritus, oder besser gesagt in Bioethanol. Ja, hoffentlich verliere ich wieder eins. Ich Dosel. Ja, und so rennt es dann runter quasi. So, im Endeffekt kommt da jetzt ein Bioethanol rein. Das muss vollkommen reichen. Und das Beste, das saugt so schön, da rinnt nicht einmal was raus.
Also wenn man es nicht übertreibt, ist das Pipi feinst. Bringt schon. Der läuft damit. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. So, und Käfchen drauf. Schauen wir mal, ob wir das ein bisschen einfangen können. Ja, brennt wunderbar. Ja, da sieht man, wie eigentlich ganz schön durchbrennt ist da. Also, da ist ganz schön heiß drunter. Und daher beim nächsten Mal die Matten. Jawohl, da ist er da. Schwarze Gold. Das würde mich interessieren. Also da drunter ist eigentlich gar nichts, das seht ihr, ich hab den auf der Hand. Pipi feinst, da geht überhaupt keine Hitze durch. Meine Krankensessel, der erste Gruß geht natürlich wieder an euch. Und dann an alle gesunden Brustfreunde. Ja, das ist wieder Bialetti. Also türkischen trinke ich daheim viel, muss ich sagen. Also fast bald mehr als wie von der Bialetti. Schmeckt mir verdammt gut. Und ja, aber wie gesagt, die Machart habe ich schon mal erwähnt. Das ist, da musst du dauernd aufpassen. Und die hörst, wenn es fertig ist, die Bialetti. Die brodelt da was vor und das war's. Ja, was ich heute wieder gemerkt habe, also für die größeren Pfandeln ist vielleicht dieser Dox nicht das Optimale. Da ist mein Pico-Grill gescheiter, weil er eine größere Auflagefläche hat. Und, aber zünden tut der gut, feiert ordentlich an. Ich lasse mir das jetzt noch ein bisschen gut gehen, lasse mir die Sonne am Bugel scheinen und melde mich später nochmal bei euch. Ja, das ist da komplett durchbrennt. So. Aber da unten ist nichts passiert. Gar nichts. Aber ich will mir noch ein bisschen Wasser heiß machen, weil ich noch ein bisschen was waschen will. Die kommen dabei weg. Aber es ist wurscht. Wir gehen auf Nummer sicher. So. So, das ist jetzt mein kleines Dosel. Da sind jetzt da diese Haken drin. Das machen wir zu. Da sind die Schäbern. Und da in das Brennerdosel mit dem Carbonfilz passt es aber exakt eine. Das ist eigentlich ein Zufall gewesen. Und so habe ich alles benannt. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war's einmal wieder. Wir haben es jetzt kurz vor 4. Sehr schön langsam alles zusammenpacken und dann die Heimreise antreten. Schauen, was daheim nichts gibt. Vielleicht gibt es einen Apfelstrudel. Schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, ich habe eine schöne Zeit herausgehabt. War wunderschön. Ich muss ja nicht stundenlang herausziehen. Ich kann ja gehen so oft, ich will im Augenblick. Das ist der Vorteil. Und ja, wir reichen oft 2-3 Stunden. Bin ich voll auf zufrieden. Das ist schön in Ordnung so. Ja, gut. Ich packe jetzt zusammen, habe ich genommen, die Umkugeln. Und dann melde ich mich noch einmal. Bis gleich. So, alles zusammengekommen, alles klar schief. Und ein bisschen Nudeln. Gut. Gehen wir. Ja, Freunde, ich habe es wieder geschafft. Bin fast wieder bei meinem Ausgangspunkt heraus. Und bin gleich beim Auto. Genau. 150, 200 Meter. Aber wer weiß, wie viele Leute da sind. Da verabschiede ich mich lieber gleich da von euch. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen. Und Pfiat euch, die Buben!